Wie wir gelernt haben, aus meinem Brokkoli-Video ist der Stoff Sulforaphan jener, der die meisten positiven Auswirkungen auf unsere Gesundheit hat. Wirkte gegen Krebs, Alzheimer, Autismus und positiv aufs Nervensystem. So laut Studien. Nicht direkt im Brokkoli enthalten ist, sondern enthält der Brokkoli Glucuraphanin und ein Enzym Myrosinase, welches dann das Glucuraphanin in das Sulforaphan erstmal umwandelt. Das Problem ist aber, erst wenn die Pflanzenwand, das heißt die Zellwand, bricht, kommen diese beiden Stoffe zusammen und lassen Sulforaphan entstehen. Also habe ich erklärt, wie und vor allem womit man ihn am besten kocht und isst, damit man das Sulforaphan am besten für sich aufnehmen kann. Dazu schaut euch ja gerne nochmal das Video an. Hier möchte ich euch einen Trick verraten und zeigen, wie ihr euch da keine Sorgen machen müsst. Genau. Jo, hallo Uwe. Das ist meine Katze. Genau das gleiche gilt für Knoblauch. Das gleiche. Sorry, der miaut hier im Hintergrund, vielleicht hört ihr das. Das gleiche gilt für Knoblauchessen. Der Hauptwirkstoff ist das Allicin. Daher kommt der Name auch Allioli, vielleicht kennt ihr das. Hier in Studien. Welches dann das Allin, ja, enthält und die Alinase, das Enzym, welches das Allin in Allicin umwandelt. Genau gleiche wie vorher, äquivalent beim Brokkoli. Auch hier ist jene räumlich durch die Zellwand voneinander getrennt. Deshalb sollte man Brokkoli und Knoblauch kleinhaken, so klein es geht, und liegen lassen, damit jener Stoff und das Enzym lange kuscheln können und der Hauptwirkstoff sich bilden lassen kann. Es gibt einen einfachen Trick, mit dem man einfach die komplette Zellwand entfernen kann. Zum Beispiel mit einem Safter. Zurück in die Küche. So, willkommen zurück in der Küche. Da alle Teile Glucuraphanin und Myrosinase enthalten, das heißt den Vorstoff von Sulforaphan und das Enzym Myrosinase enthalten, das heißt die Stiele und auch die Röschen. Da man die Stiele aber meistens wegschmeißt, hier die super Alternative, das ganze Zeug einfach entsaften. Weil wenn man das Zeug einfach mal probiert, dann ist das nicht wirklich sehr schmackhaft, ja? Deshalb ganz einfach, da kommt wirklich Saft raus. Das zeige ich euch jetzt einmal. Wenn man das einfach in den Safter tut, dann ist das ziemlich leicht. Ja, dann geht's hier. Ist ein bisschen verholzt, aber für den Safter eigentlich gar kein Problem. Ja? Und schon hat man den Safter raus. Das heißt, es ist sehr, sehr schön, dass nicht nur die Zellwände einmal aufgebrochen sind, entfernt worden ist. Das heißt, Glucuraphanin und Myrosinase können jetzt zusammenkommen. Das ist pures Sulforaphanin, das ihr sehr leicht aus, normalerweise aus dem Müll einmal extrahieren könnt, was ihr normalerweise wegschmeißt. Und das finde ich eine ganz, ganz tolle Alternative. Wer nicht genug bekommt von dem ganzen Sulforaphan, ja, der kann einfach auch die Röschen entsaften. Viele meinen, das sieht so trocken aus. Das ist aber nicht trocken, denn ich zeige euch mal, wie viel Saft tatsächlich auch da rauskommt aus so Röschen. Ja? Man sieht hier, das ist kein Problem. Da kommt reichlich Saft raus. Ja? Seht ihr, das ist überhaupt gar kein Problem, da Saft rauszukriegen. Ja? Und so habt ihr einen schönen Sulforaphan Drink, der sehr, sehr leicht ist und wirklich 100% umsetzbar ist. Ja. Nun kommen wir zum Knoblauch. Es gibt zwei verschiedene Sorten, den roten und den weißen. Der eine ist milder, der andere ist etwas schärfer. Was ich aber sagen will, nimmt immer Farbe. Denn wichtig ist beim Menschen auch, wenn der Mensch dementsprechend Farbe im Gesicht hat, geht es ihm gut. Deshalb soll er auch Gemüse und Obst essen, welches viel Farbe hat. Dann geht dem Menschen auch gut. Und zwar, ich habe ebenfalls Videos gemacht, warum rote Zwiebeln den weißen Zwiebeln sehr, sehr überlegen sind. Das gleiche gilt auch für den Knoblauch. Also nehmen wir den roten Knoblauch. Ich habe gerade gezeigt, es ist wirklich sehr mühselig, manchmal diesen ganzen Knoblauch eben zu schneiden. Das sehen wir hier. Und es ist ebenfalls sehr mühselig, diesen Knoblauch einfach dort zu pressen und liegen zu lassen oder grob zu schneiden, damit das Enzym Alinase, das Alin in das Allicin umwandeln kann. Man kann es aber viel, viel leichter gestalten. Man muss es überhaupt gar nicht schälen, sondern man kann es komplett mit Schale verwenden, um sofort die Zellwände zu entfernen und sofort die Alinase wirken lassen und das Allicin entstehen lassen aus dem Alin, indem wir einfach einen kleinen Knoblauchschock machen. Das heißt, mit Schale einfach rein, zwei Stück, ganz einfach wieder entsaften.
und los geht's. Und das war's, nicht zu viel. Das reicht schon vollkommen aus. Es ist sehr, sehr scharf und sehr konzentriert. Das Allicin kann sofort wirken. Wichtig noch, es enthält Senfglykoside. Die können etwas scharf im Magen sein. Von daher würde ich empfehlen, nicht allzu viel davon zu konsumieren. So, und jetzt haben wir das absolute Maximum von Allicin und das absolute Maximum von Sulforaphan aus beiden extrahiert. Und man kann sich diesen Shot ganz einfach gönnen. Ganz einfach. Einen kleinen Schluck, ist wunderbar grün, wie ihr seht, und das reicht schon völlig am Morgen, so hat man es wirklich sehr stark extrahiert. Geschmacklich ist es wirklich scharf, man schmeckt definitiv den Knoblauch, man schmeckt definitiv das Lauchgewächs und man schmeckt auch definitiv den Brokkoli. Das heißt, wenn du keine Freunde mehr haben willst, solltest du diesen Drink vor der Arbeit gönnen, dann lassen sie dich auch alle in Ruhe. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr konntet sehr viel lernen, wie man einen sehr schnellen Gesundheitsshot sich morgens machen kann und das Maximum an Nährstoffen aus dem Brokkoli und der Knoblauchzehe extrahieren kann für sich. Ganz einfach. Das war's. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, gebt mir sehr gerne einen Daumen nach oben und vor allen Dingen abonniert den Kanal, damit ihr wieder neue Gesundheitstipps und ich damit versorgen kann. Ich würde mich sehr freuen, euch zu sehen auf vitasomal.de, mein Liposomal Supplements. Bis dahin gleich und zum nächsten Video und bis auf vitasomal.de und so weiter. Ich muss los, ich rede zu viel Blödsinn. Bis dahin, bleibt gesund.